andere Länder, andere Krankheiten. Es ist so. Guck mal, man glaubt immer nicht, weil das wäre jetzt keine Krankheit bei uns. Aber die Deutschen, die haben solche Krankheiten wie Laktoseintoleranz oder sowas wie Pollenallergie oder sowas wie Dioptrin Minus. Geh mal bei uns, bei unseren Leuten zu deinem Vater bitte mit Laktoseintoleranz. Wallah, er klatscht dir eine und sagt, komm zurück, wenn du Krebs hast. Es ist so. Nächster. Gleich Arzt. Ganz ehrlich, die Leute beschweren sich hier, dass sie eine Krankenkassenkarte mitnehmen müssen, dass sie ein Formular ausfüllen müssen mit 18.000 Sachen, die sie selber nicht wissen, verstehst du? Aber ey, geh mal bei Türkei in Arzt. Ich war mit meinem Cousin da, weil ich habe so einen Cousin, er ist so ein Lauch, weißt du, er hat so diese Asthma-Spray, er kommt nicht klar ohne, weißt du, was ich meine? Jedenfalls, er hat einen Anfall gehabt, weil er sein Asthma-Spray bei Strand verbuddelt hat, keine Ahnung. Wir gehen bei türkischer Arzt. Wallah, wir kommen rein in diese Praxis. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Der Arzt raucht. So. Was hat dieser Junge? Was ist los mit ihm? Nee, ich schwöre, ich bin wie Hulk geworden. Also dieser Hulk, er wird grün, ich werde deutsch. Verstehst du, was ich meine? Ich habe sofort die Polizei gerufen. Sofort. In Deutschland läuft es eben anders. Aber wie genau? Der WDR möchte Menschen, die als Flüchtling nach Deutschland gekommen sind, die deutsche Welt näher bringen. Dazu bietet er Informationen, Berichte und Unterhaltungsformate für Geflüchtete und Helfer aus seinem Fernsehprogramm unter dem Namen WDR for You inzwischen auch auf YouTube an. Alle diese Inhalte stehen in Deutsch, Englisch, Persisch und Arabisch zur Verfügung. Mehr Infos unter bit.ly/WDR4U. Also heute, es geht's um ein sehr wichtiges Thema, jetzt mal ein ernstes Thema, Spaß beiseite. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Hardcore-Thema, es ist auch nichts für schwache Nerven. Es ist auch ein Tabubruch-Thema, die Leute reden nicht gerne drüber, weil du kriegst, also man ist hart, ich sag ganz ehrlich. Es geht um die Zecke. Also, wir müssen erstmal klären, was eine Zecke ist. Guck mal, es gibt verschiedene Rassen von Zecken in Deutschland. Eine von dieser Rasse ist zum Beispiel diese Zecke. Meistens, die sitzt bei Bahnhof oder bei Kotti und die will dein Geld. Die ist jetzt nicht so gefährlich, verstehst du, was ich meine? Aber dann, wir haben noch eine andere Rasse von Zecke. Das ist diese Zecke, die Waldzecke. Und die Waldzecke, die ist gefährlich, aber nicht zu verwechseln mit einer Waldzecke. Waldzecke, Waldzecke. Und die Waldzecke, die will nicht dein Geld, die will dein Blut, Dicker. Verstehst du, was ich meine? Und die will überhaupt dein Leben. Also er will auch dein Leben, aber anders als diese Waldzecke. Waldzecke, die redet nicht lange, verstehst du? Eine Waldzecke, wie sagen wir so, du bist arabisch, du gehst in einen Wald in Deutschland, auf einmal du triffst diese Zecke. Und das Problem ist, wenn du jetzt hier einen Spaziergang machen willst, weil du willst ja auch integriert sein, wandern und so. Wandern ist von Müller seine Lust, verstehst du? Und du gehst wandern bei einem Wald und du triffst diese Zecke, aber die kann gar kein Arabisch. Was machst du dann? Gott sei Dank, es gibt jetzt eine Klinik für borreliosekranke Zecken auf Arabisch. Zecken fühlen sich schon ab 8 Grad Celsius wohl und gehören nun mal zu Deutschlands Parks, Wäldern und Gärten wie viele andere Insekten auch. Zeckenbisse können aber teils ernsthafte Erkrankungen zur Folge haben. Alle Infos, wie man sich vor ihnen schützt und mit den Bissen umgeht, um Erkrankungen zu vermeiden, erhält man auf borreliose-bund.de als praktischen Flyer, inzwischen auch auf arabischer Sprache. Also, liebe Habibi und Habibti, ist für heute Khalas. Wir gehen jetzt alle nach Hause, aber ich wollte noch sagen, bevor, falls, guck mal, es kann sein, dir geht's nicht gut, deine Oma geht's nicht, dein Kind, dein dies, dein das, du bist schwanger, du brauchst dies, du brauchst Medikamente, verstehst du, was ich meine? Dann, du weißt nicht, wo du hin sollst, dann geh auf gesundheit-geflüchtete.info, geh mal auf die Seite bei Internet und da findest du alles raus, was braucht man, um in Deutschland ein gesunder Flüchtling zu sein. Der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem ist für Migranten an den Aufenthaltsstatus gebunden und daher oft limitiert. Die wesentlichen Fragen von Geflüchteten zu Gesundheitskarte und Krankenschein, aber auch für Ärzte über Leistungsansprüche und die Regelung in den Bundesländern bis hin zu rechtlichen Grundlagen beantwortet gesundheit-geflüchtete.info auf Deutsch und Englisch. Und nächstes Thema, es ist voll das geile Thema, ich schwöre,
voll Gänsehaut-Thema und so. Auch für mich, weil es für mich auch voll wichtig. Ich habe da voll Probleme und so. Ich weiß auch nicht warum. Aber unser nächstes Thema ist diese Liebe. Es geht um Dating in Deutschland. Was? Ich schwöre, es ist voll hart. Es ist ein richtig hartes Thema, aber macht auch Spaß. Ist voll schön. Und wenn du mich kennenlernen willst, sei dabei. Nächste Woche. Abonniert mich.